Impulse für Hamburg. Präsentiert von Vattenfall. Herzlich willkommen zu Energiewelten. Heute geht es bei uns um die Architektur der 60er Jahre. Eine Zeit, die von großen Designern geprägt wurde, wie zum Beispiel von Arne Jacobsen. Der bereits verstorbene dänische Baugestalter war weltweit für eine ganze Reihe von Gebäuden verantwortlich, die mittlerweile als Klassiker gelten. Eines seiner letzten Werke steht hier in der City Nord und ist das Verwaltungsgebäude von Vattenfall Europe Hamburg. Seit 69 steht er da in der City Nord, großkantig, nicht zu übersehen. Im Bürogebäude Mekka des Überseeringes, der Jacobsenbau mit der dunklen, gläsernen Fassade. Ein typischer Arne Jacobsen, sagen Fachleute. Keine Schnörkel oder Verzierungen. Das Design folgt der Funktion, sowohl innen als auch außen. Doch die Zeit nagte an der Substanz. Der norwegische Sandstein hielt irgendwann nicht mehr. Die Halterung dieses Sandsteins war angegriffen, sodass wir die Fassade erneuern mussten. Wir haben jetzt einen sehr haltbaren Granit dafür gefunden und die Fassaden komplett erneuert, was man dem Gebäude gar nicht ansieht. Also der äußere Eindruck ist genau wie vor 30, 40 Jahren. Arne Jacobsen hätte sich darüber gefreut, der dänische Star-Architekt. Gerne war er in der Natur unterwegs. Anleihen daraus lassen sich heute noch bei der Innenausstattung ablesen. Einfach nur praktisch, ob die Steckdose aus dem Boden oder die Miniküche, verborgen im Aktenschrank. Wir haben also in den letzten 10 Jahren die komplette Technik erneuert. Wir haben dies in Nacht- und Wochenendarbeit gemacht, ohne dass die Nutzer viel davon mitbekommen haben. Und das Gebäude ist jetzt technisch in einem modernen Zustand. Und die Spuren des Erbauers sind dabei alles andere als weggewischt worden. Mit Konsequenz und Weitsicht hat Arne Jacobsen das Bürogebäude vor fast 40 Jahren gestaltet. Ein Bau, der vielleicht nicht bei jedermann die Definition schön hervorruft, aber ein Stück architektonische Kulturgeschichte, das erst auf den zweiten Blick verrät, was alles in ihm steckt. Bei mir habe ich jetzt jemanden, der dieses Gebäude wie seine eigene Westentasche kennt. Herr Wolfgang Weiß, wie kam es überhaupt zur Form des Gebäudes? Also hat Arne Jacobsen da frei entscheiden können? Das konnte er nicht, denn das Grundstück hat schon festgelegen und aufgrund der Lage des Grundstücks, der Form des Grundstücks und der Aufgabe, ein Gebäude für ungefähr 1500 Menschen zu entwerfen, gab es eigentlich keine andere Wahl, als so ein schlankes, langes Gebäude zu kreieren. Nun haben Architekten früher oft auch Häuser von innen gestaltet. Wie viel Einfluss hat Arne Jacobsen in diesem Gebäude gehabt, von innen? Arne Jacobsen hat hier einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Innenausstattung des Gebäudes gehabt. Er hat also nicht nur die Form kreiert, wie das bei vielen Architekten ja der Fall ist, sondern er hat Einfluss bis ins letzte Detail genommen. Jeder Türgriff, jeder Schrankknopf, jede Leiste an einer Schrankverkleidung hat er selbst mitbestimmt. Wie schafft man es überhaupt heutzutage, so ein Gebäude modern zu halten und trotzdem den Originalzustand zu erhalten? Wir haben ja mit dem Gebäude von Arne Jacobsen das Glück, dass er eine ganz, ganz zeitlose Architektur hier bei uns verwirklicht hat. Das Gebäude ist so gebaut, dass man ihm die 40 Jahre überhaupt nicht ansieht. Und es ist sehr, sehr flexibel in seinen Einheiten gebaut. Man kann in den Büros verschieden große Büroeinheiten schaffen und damit auch heute noch allen unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Das ist ein sehr fortschrittliches Konzept, das damals hier umgesetzt wurde, das bis heute sich gut bewährt hat. Wie viel Original steckt hier noch im Gebäude drin? Ganz besonders in den öffentlichen Bereichen, also hier, wo wir uns gerade jetzt befinden, im Restaurant und im Foyer, ist eigentlich alles noch genau so, wie es vor fast 40 Jahren gebaut worden ist. Auch auf den Etagen in den Büros haben wir in vielen, vielen Räumen noch zumindest die Originalwände und Decken. Natürlich nicht mehr die Möbel. Man benutzt heute natürlich ganz modernes, ganz anderes Mobiliar als vor fast 40 Jahren. Aber wir haben an den meisten Stellen, an denen das möglich war, sehr darauf geachtet, bei Umbaumaßnahmen das Original zu erhalten. Nun ist das Gebäude hier in City Nord sehr auffällig, weil es dunkel ist. Was hat sich Arne Jacobsen dabei gedacht? Ihm war ganz wichtig, ein Gebäude zu machen, das sehr wohl die Repräsentanz für ein Hamburger großes Unternehmen, nämlich für die HEW, ist,
und in dieser Form auch als ein repräsentatives Gebäude zu sehen ist. Er wollte aber vermeiden, dass es zu einem protzigen Gebäude wird. Und deshalb hat er sich für eine Verspiegelung entschieden, aber diese Verspiegelung in diesem Parsol-Bronze-Farbton ausgewählt. Diese Verspiegelung lässt es zu, dass man den Verlauf der Wolken oder vorbeifliegende Flugzeuge auf der Fassade sehen kann und macht dadurch diese spiegelnde Fassade ein bisschen wärmer. Und als Kontrast zu den Glasfassaden hat er die Giebelseiten in einem Naturstein ausgeführt, in einem norwegischen Kalksandstein. Gibt es Besonderheiten im Farbspiel hier im Innenraum? Ja, er hat sich zwei grundlegende Gedanken zu eigen gemacht. Und zwar hat er hier unten in diesem Bereich, in dem wir uns jetzt befinden, im öffentlichen Bereich unterhalb der Erde, eine Deckenfarbe gewählt in einem dunkelbraunen Farbton. Er hat damals gesagt, so wird es jedenfalls behauptet, dass die Farbe deshalb so ausgewählt ist, weil man sich hier unterhalb der Erde befindet. Und wenn man nach oben gegen die Erde guckt, von unten aus gesehen, muss das eine braune Farbe sein. In den Büros sind die Decken in einem Lichtgrau gehalten, ein klein bisschen ins Grünliche abschweifend, auch so, wie man sich durchaus Himmel vorstellen kann. Denn dort befindet man sich oberhalb der Erde. Wenn man nach oben guckt, dann guckt man gegen den Himmel. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Das war Energiewelten. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Dann beschäftigen wir uns mit dem Thema Fernwärme. Und eins kann ich Ihnen versprechen, es wird spannend, denn wir steigen ab und unterqueren die Elbe. Bis dahin alles Gute. Tschüss. Energiewelten. Impulse für Hamburg. Präsentiert von Vattenfall. Der Service-Tipp der Volksfürsorge. Sicher durch den Alltag mit der Volksfürsorge. Kaum ein Wohnzimmer ohne Fernsehgerät, kaum ein Fernsehgerät ohne Stand-by-Schaltung. Für die Zuschauer bequem, erhöht die aber je nach Alter des Gerätes auch den Stromverbrauch. Sehr viel wichtiger ist aber eine wenig bekannte Gefahr. Stand-by-Schaltungen führen auffällig oft zu großen Feuerschäden, bei denen auch Menschen zu Schaden kommen können. Ursache dafür ist eine Fehlfunktion der Stand-by-Schaltung, die den Sinn hat, die Bildröhre ständig auf der für den Betrieb nötigen Temperatur zu halten. Wenn das Feuer nachts ausbricht, wird es in der Regel sehr spät entdeckt und es kommt zu besonders hohen Schäden von mehr als 100.000 Euro. Es ist auch schon zu Todesfällen gekommen. Wird der Fernseher also über einen längeren Zeitraum von mehr als einer Stunde nicht genutzt, sollte der Apparat ganz ausgeschaltet werden. Der Service-Tipp der Volksfürsorge. Sicher durch den Alltag mit der Volksfürsorge. Der Holsten HSV-Talk aus der Nordbank-Arena. Nach jedem Heimspiel eine halbe Stunde lang ausführliche Analyse mit den Protagonisten des Spiels. Interessante Gäste und lebendige Diskussionen. Egal, ob Sieg oder Niederlage. Mit Hamburg 1 sind Sie ab sofort ganz nah dran am HSV. Nur hier bei Hamburg 1. Der Holsten HSV-Talk. Schön entspannt umziehen. Ab schlappe 7 Euro die Stunde mit Starcar-LKW. Starcar, da kommen Sie günstig weg. Julia Liebesromane und Hamburg 1 sind unterwegs in Sachen Liebe. Unsere Teams sind ab sofort in der ganzen Stadt unterwegs, um Ihre Liebesgrüße aufzunehmen. Nutzen Sie die Chance und grüßen Ihre Lieben im Fernsehen. Am Valentinstag, den ganzen